Und damit herzlich willkommen zurück zu Das Spiel. Wir spielen heute wieder den Trapper im Halloween-Gewand vom letzten Jahr. Und ja, schon wieder Killer. Tut mir leid. Sorry, not sorry. So, wir legen eine total unauffällige Trap hier hin. Hust. Sieht man natürlich gar nicht auf dem weißen Schnee, aber was soll's. Wenigstens um ein bisschen die Zeit zu verzögern. Diese Map hier ist mit dem Trapper tatsächlich nicht unbedingt meine Lieblingsmap. Weil man die Traps halt überall sieht und weil es zwei Etagen gibt. Und dadurch ist die Map natürlich riesengroß, aber man muss immer dreimal überlegen, wo man die Traps überhaupt hinlegt. Und ja. So ist es nun. Perks dabei. Ruin, Ruf der Krankenschwester, brutale Stärke. Ich habe diesmal Franklins Niedergang verzichtet. Ich mache lieber schneller Generatoren und Paletten kaputt. Und halt wieder die Nötschelle für den Fall der Fälle. Ihr wisst ja, wie das ist. So, die sollte man hier eigentlich nicht so gut sehen können. Wir könnten hier noch eine drunter legen. Aber eigentlich ist das unnötig. So, nochmal aufnehmen, weil ich kann mich ja nicht selber aussperren. Und wieder hingelegt. Also wie ihr seht, die Traps sind sehr, sehr dunkel. Deswegen hoffe ich, dass die Leute trotzdem reinlatschen werden. Aber es gibt halt keine Garantie dafür. So, ich habe gehört, dass es oben schon rattert. Da wird es wohl soweit sein hier. Aha. Mit Gentapping, okay. Die brutale Stärke kommt zum Einsatz. So, wo führen denn die Spuren hin? Wo rennt sie denn hin? Stopp, hier ist doch überall alles blutig. Da läuft sie. Claudette, reiß sie bitte runter. Dankeschön. Da hätten wir sie schon. Zu früh gefreut, Claudette. Jetzt hör mal auf zu zappeln, ich muss dich hier hinhängen. Es ist wie aufräumen, was auf dem Boden liegt, muss man anhängen. Oder in die Schränke rollen. Der erste Generator ist fertig. Palette ist kaputt. So, wo liegen denn da noch ein paar Fallen rum? Da ist noch eine. Wir werden mal eine hier auf die Treppe legen. Von hier aus geht das wieder nicht. Kann ich wieder nur so machen. Jetzt kann man hier wenigstens nicht einfach so hochrennen. Wieder eine aufsammeln. Man muss hier wirklich echt überlegen, wo lege ich. Ah! Da unten ist schon jemand. Wie komme ich denn da jetzt auf die Schnelle hin? Auch so eine Sache. Kein Loch im Boden. Ach, das ist im Badezimmer gewesen. Okay. Ah, ich mache mal erstmal kaputt hier. So, da ist schon wieder der nächste fertig. Leute, macht das nicht mit mir. Wie soll ich das denn hier anstellen? Da oben. Auch wieder weit weg. Noch so ein Nachteil von dieser Map hier. Ehe ich da bin, sind die jedes Mal frei. Das geht nur, wenn man dieses Addon hat, wo quasi die Fallen einen Todesstatus auslösen. Ach, und da unten wird geheilt. Toll. Und ich bin gerade hochgelatscht. Das ist ja Traum. Wie komme ich da denn jetzt hin? Mann. Das nervt mich. Die ist doch bis dahin fertig. Aufhören zu heilen. Ja, wusste ich doch. Die ist jetzt fertig hier. So, erneut den Rücken gekrault. Jetzt fangen wir hier wieder von vorne an. Ja, bitte umschmeißen. Okay, sie hat sich nicht darauf eingelassen. Ich doppelbacke noch einmal. Nö. Gut, dann machen wir sie kaputt. Hat eine brutale Stärke. Jetzt wäre es schön gewesen, ich hätte hier eine Falle irgendwo hingelegt, oder? Lauf, 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 lauf. Kannst du bitte nicht weggehen, Jagdmusik? Ich sehe sie doch noch. Fang Man! Fang Man! Lebenslang chinesisches Essen, dann lasse ich dich vielleicht leben. So, hinter mir wird geschraubt, das ist doch nicht zu fassen. Reis kommt weiter. So, der nächste in eine Falle. Ich glaube, es ist die Falle am Totem.
So, jetzt hör mal auf zu zappeln. Der nächste wartet und der ist schon wieder frei. Schnell hin, schnell hin, schnell hin. Der ist da irgendwo drüber gehopst hier. Lassen wir sie mal hopsen. Jetzt ist sie befreit. So, das legen wir wieder hin. Einfach, damit sie nicht ans Totem kommen. So, was mache ich mit den Türen hier? Wir machen einfach mal eine hier hin. Vielleicht tritt ja einer rein. So, da hinten wird sich geheilt. Das ist doch bestimmt der Unglücksrabe. Der ist hier irgendwo. Du bist doch gerade in meine Falle getreten, oder nicht? Mr. Umhang. Put, 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 put. So, reißt er die jetzt vorher runter? Ah, schade, hätte ja klappen können. Mich extra von der Seite angeschlichen, weil ich dachte, vielleicht treffe ich ihn, bevor er mich trifft. Vorteil für die Jäger ist natürlich, die finden hier einfach jede Blutspur. Die Leute hier zu verlieren, ist eigentlich nicht möglich. Wo wolltest du denn hin? Wo wollte er denn jetzt hin? So, jetzt muss ich aufpassen, wegen der Palette hier. So, will nicht ganz nach hinten. Ey, halt still. Ich werde mal die hier wieder aufstellen. Warum wollt ihr denn hier reinrennen? Hier gibt es doch gar keinen Ausgang. Egal. So, war noch keiner da zum Retten? Nee, hier ist keiner. Ich überlege, ob man hier noch irgendwo eine Falle hinlegen könnte. Wir schauen nochmal, dass sich auch wirklich keiner hier reingeschlichen hat. Nope. Ein bisschen Zeitverschwendung muss sein. Hä? Das habt ihr doch auch gehört, oder? Oder ist die hier gerade... Ich wollte gerade sagen, ist die gerade da drin runtergesprungen? Du willst also unbedingt mit dazu. Es gibt ein Mori für dich. Das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben ja ein Mori dabei. So, bitte Palette runterreißen. It's Mori time. So, der Ace möchte unbedingt beschützen. Das ist sehr, sehr ehrenwert. Dann hat er wahrscheinlich keine geliehene Zeit dabei, wenn er sich schützend dahinter stellt. So, ich gehe hier lang. Give me the Mori. So. Da hast du. Ist schön, wie die bei dem Mori immer nach vorne rutschen. So. Da sieht dann das Spiel dann doch schon gleich wieder ausgeglichen aus. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe mir tatsächlich den Start der Folge nicht nochmal angesehen. Da hatte ich doch ein Mori dabei, Mensch. Machen wir Aufschnitt jetzt aus den Leuten. Erst ein bisschen Hackfleisch und dann gibt es dann auf Mettbrötchen. Mit Zwiebeln. So, dann müssen wir jetzt nur noch die anderen beiden kriegen. Muss ich mir überlegen, wo die sich wahrscheinlich am ehesten verstecken würden. Ruin ist auch immer noch aktiv. Wir machen mal das Backup. Für den Fall der Fälle. Die sieht man hier auch echt nicht gut. Da latscht man schnell mal rein, wenn man in Panik ist. Und die Badezimmerfalle steht nicht mehr. Da sollten wir auch nochmal gucken. Mal her hier. Wir gucken mal erstmal, ob hier einer drin ist, bevor wir die aufstellen. Sonst wird die gleich wieder deaktiviert. Wow, okay. Wir lassen uns Zeit. Ach, der ist da unten, am Totem.
Du brauchst aber lange zum Befreien heute, Kollege. Guck mal, ich komme dir helfen. Lass mich dir helfen, Ace. Da hat er das Totem gesehen und sich gedacht, ja. Und dann hat er aber nicht damit gerechnet, dass ich es doppelt abgesichert habe. So, der Flashhaken ist hier drin. Ich bleib hier an diesem blöden Gefrierfleisch hängen. Gibt's ja wohl nicht. So. Wir schützen mal das Fenster hier. Da wurde doch gerade eine Falle entschärft. Da hat er sich aber ordentlich verraten gerade. Wo? Da? Ja. Wie kann man denn so doof sein und sich verraten? Claudette. Du bist die Letzte. Und der struggelt jetzt um sein Leben. So, wo ist sie denn hin? Da lang. Selbst wenn sie nicht rennen würde, sie blutet mir ja quasi die Hucke voll. Jetzt muss ich sie nur noch kriegen, bevor sie jetzt vielleicht die Luke findet. Das wäre nämlich nicht mehr so schön. Nope, Claudette, nope. Du kriegst auch noch einen Mori. Dafür, dass du meine Falle entschärft hast, du böse, ungezogene, freche Claudette. Ha, gut getan. Das war 50 Shades of Blood. So, die Mordlust. Das haben wir erledigt. Es gibt wieder ein Tippchen. Und ich sage wieder Tschüss mit Küsschen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bye-bye.